So, liebe Freunde, das ist ein ganz wichtiger Clip, ja, und sehr emotional. Der berichtet ja auch von dem Inhalt von dem Paket, ja, und das Paket ist ja schon weit fertig. Nur der Frau, wo es jetzt schicken will, die war halt auch eine Weile im Urlaub. Aber ich möchte noch was Emotionales sagen, wird da auch der Marcel zum letzten Mal erwähnen, aber im Positiven mehr, ja. So, liebe Freunde, es hat auch eine Vorgeschichte. So, wir sind da mit dem Vater Marcel zusammen. Die Vorgeschichte ist in den 90ern. Ja, ich habe auch in der Berufsschule jemanden kennengelernt. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe 5 Freaks, liebe 5 Freunde. Euer Kung Fu Commander, euer Movie Commander, die Funk ist online, niemals aufgeben, niemals gratuliere. Das Stichwort passt auch zu dem Thema. Also, ihr habt 1994 in der ersten Berufsschule jemanden kennengelernt, einen Kumpel, der war Simon, ja. Und das war Deutsch-Afroamerikaner und der war richtig eine coole Socke und wir waren so wie ein Team, ja. Es war in der ersten Berufsschule. In der zweiten Berufsschule, also zweites Lehrjahr, gingen wir auf eine andere Berufsschule, die dann besser ausgerüstet war. Und dann kam der Stoner dazu. Ja. Der Steiner war ein Deutscher aus Stuttgart. Und wir waren so ein Trio, ich, der Simon und der Stoner. Ja. Und weil ich Funk heiße und wir haben so Jugend-WG gehabt, die dann auch total ausgerüstet war in der Wohnung mit Erzieher und so weiter. Und um da uns da so auf Selbstständigkeit vorzubereiten. Und da war der Simon in einer anderen WG. Ja, war mit dem Simon immer so zusammen. Der Stoner, der ist immer heimgefahren, ja, und war auch kein Problem. Aber ich und der Stoner waren so. Ja. Da gab es eine Gruppe, irgendwann vor meiner Geburt, die hat Simon und Garfunkel geheißen. Deswegen habe ich unter Simon den Namen gehabt, Simon und Garfunkel, weil er Simon hieß und ich Funk hieß. Simon Garfunkel war sehr lustig. Auf jeden Fall waren wir eine super Truppe, wir zu dritt. Ja. Und als die Berufsschule zu Ende war, muss ich sagen, ich war so in einer WT-Sekte drin in den 90ern und war rebellisch und sonst wie. Und ein Meister aus der Metallwerkstatt, der war immer manchmal freundlich und höflich, manchmal auch richtig bösartig und hat die Leute, Schüler beschimpfen. Ja. Und irgendwann habe ich mit dem Stoner telefoniert und irgendwie bin ich mit dem Einfluss von der Sekte und was der eine Meister in der Berufsschule oft uns sagte, habe ich den Stoner beleidigt wo wir ein bisschen diskutiert haben und gestritten haben. Und das habe ich so bereut draufhin. Ja. Und das war gerechtfertigt und so. Und dann habe ich gedacht, wie dumm war ich, ist ein guter Freund und ich wollte die Freundschaft weiterhalten. Ja. Und dann habe ich dann eine Woche später nochmal angerufen und wollte mich entschuldigen beim Stoner, dass das dumm war von mir, dass das nicht so gemeint war, dass ich ernst über ihn denke. Und da war der Vater am Telefon und er hat dann gesagt, ja, er hat so geweint und er will mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist auch nicht mehr willkommen bei uns und du brauchst auch nicht mehr anrufen. So. Ja gut, dann habe ich gesagt, können Sie mir doch Ihren Sohn ans Telefon tun, ich will mich entschuldigen. Nein, nein, komm nicht in Frage und hat aufgelegt. Ja. Dieser Vorfall hat mich jahrelang mit einem schlechten Gewissen verfolgt, weil ich konnte mich auch nicht mal einmal entschuldigen. Ja. Und sah ich den Fünfrig Marcel, der ist im Sturm so ähnlich vom Aussehen, vom Sprechen, von den Bewegungen her. Ja. Gut, Stoner hatte so schwarze Locken. Ja. Das hat jetzt Fünfrig Marcel nicht, aber zuerst dachte ich, ist das der Stoner? Ist ja so komplett authentisch. Ja. Und war ich erstmal zweifeln, da sah ich, okay, das ist. Wunsch, der Gedanke, das ist nicht der Stoner, das ist jemand anders. Aber da dachte ich, das ist Gottes Wille. Das, was ich falsch gemacht habe, kann ich hier jetzt richtig machen. Da hat der
fünfrig Marcel 10, 15 Abonnenten gehabt oder höchstens 20. Und ich dachte, da kann ich meinen Fehler von früher, von 1997, wieder gut machen, indem ich jetzt diesen Kanal unterstütze. Da kam noch der Gedanke dazu, als ich ein kleiner YouTuber war, bin ich eigentlich immer noch, aber als ich richtig klein war, da half mir kein großer YouTuber, keiner half mir. Und ich dachte, okay, ich helfe dem kleinen Kanal und dass er dann wächst. So. Und ich muss immer noch auf die Zeit schauen, weil ich spreche und 30 Minuten schalte sich das Ding einmal ab. Auf jeden Fall habe ich den Kanal unterstützt und denke, der Kanal ist ja super. Marcel ist super. Wie der die gleiche Filmbegeisterung wie ich. Wie der die Filme vorstellt. Wie der da mit Spirit das macht. Gigantisch der Kanal. Ja? Und wie der Marcel die ganze Leute in seinem Kanal vereinigt. Ja? Treffen Leute, wo die gleiche Leidenschaft haben, die gleiche Sammelfieber haben, ja? Vereint der Marcel in seinem Kanal. Da treffen sich Leute und werden so Freunde. Da passiert was Positives. Durch Marcel seine Art, Leute, wo sich davor nicht kennen haben, tun sich treffen, austauschen und werden zu einer gigantischen Gemeinschaft. Und ich war so stolz, zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören. Ich gehöre dazu, ich gehöre zu einer Gemeinschaft dazu. Und egal wie schwer dieses Jahr war, 2023, das gab mir Kraft, der Filmfreak Marcel, sein Kanal. Und ich war hochzufrieden, dabei zu sein, dazuzugehören und so weiter. Und war richtig stolz. Egal wie hart mir der Wind des Lebens ins Gesicht schlägt, da bei Filmfreak Marcel, das ist ein Zuhause. Da kann ich mich austauschen mit anderen Gleichgesinnten, die gleiche Filmleidenschaft haben wie ich. Ja. Und das hat mir sehr schön gefallen. Und Marcel wurde für mich schon wie ein Freund, wie ein Bruder. Und ich feierte ihn. Ja. So, ein bisschen leichter zu sprechen. Ja, und dann hat der Filmfreak Marcel für mich Lebenstipps gehabt. Ich habe für Filmfreak Marcel Lebenstipps gehabt und so weiter. Und da habe ich gesehen, andere Leute schicken ihm Päckchen. Ja? Und er freut sich so drüber. Und das fand ich immer schön. Seine Freunde, seine Freude auf die Filme, seine Freude auf Geschenke. Und das gab mir was mit. Und er hat ja auch schwere Momente gehabt. Ja? Und als Entschädigung, ich wollte ihm auch Geschenke schenken. Ja. Das Einzige, was ich erwartet hätte, er möchte ihn unboxen, zeigt mir, wie er sich über die Sachen freut. Mehr hätte ich gar nicht erwartet. Gut, wenn ein Päckchen zurückkommt, also von ihm was, irgendwas, hätte mich auch gefreut, war aber nicht Bedingung, sondern nur, dass er das Päckchen annimmt und sich darüber freut. Mehr wollte ich gar nicht. Ja. Und da tat ich mein ganzes Herzblut in das Paket und dann habe ich ein paar Filme gekauft. Ich wollte keine 0850 Filme kaufen, weil ich habe gemerkt, okay, Marcel kennt die und die Martial Arts Filme nicht, die man kennen sollte, die super sind. Da dachte ich, die Filme bedeuten mir sehr viel von Herzen. Das will ich Marcel zeigen, diese Art von Filme. Und wollte ihn, was mir von Herzen an Filmen sehr viel bedeutet, wollte ich ihm auch schenken. Da musste ich auf um diese Filme zu bekommen, da musste ich mich auseinandersetzen, um auf eine andere Verkaufsquelle zuzuschließen. Ja. Und man sagt ja immer, wenn du andere hilfst, hilfst du immer dir selber. Ja. Und da hat mich sehr, sehr viel selber geholfen, weil was tragisch mein Leben war, ich hatte eine Frau, ich hatte Tochter und ich liebte sie über alles. Und als sie mich verließen, brach eine Welt in mir zusammen. Ja. Und ich habe an der Wohnung nichts verändert. Ich habe zwar geputzt und so, aber ich habe an der Wohnung nichts verändert. Um das Gefühl zu haben, sie ist nicht so lange, sie kann ja wieder kommen. Ja. Sie ist vielleicht nur ein paar Stunden weg und kommt wieder. Oder nur ein paar Tage weg und kommt wieder. Also dass nicht zu viel Zeit vorbeigegangen ist. Manchmal habe ich mal nichts geputzt, dass sie das Gefühl hat, der Timo braucht mich, ich muss wieder zurück.
Ja, aber ich habe eigentlich immer, dann habe ich wieder gleich geputzt und nach 1, 2 Wochen, weil es funktionierte nicht. Aber ich habe in der Wohnung nichts geändert, umgestellt oder so, um das Gefühl zu haben, meine Frau und Tochter kommen wieder. Und als ich auf neue Verkaufsquellen stieß, habe ich für mich auch schöne Sachen gekauft und dachte, dem soll nicht, da musst du die Wohnung umgestalten. Und ich habe auch gemerkt, egal wie schwer das ist, ich kann trotzdem noch ein gutes Leben haben und ein Neuweg, ein Neuanfang vielleicht mal wagen und vielleicht anfangen, Dinge in meiner Wohnung umzustellen, Dinge neu zu machen in meiner Wohnung, neue Sachen hinstellen, die schön sind und so, außer nur Filme, ein Poster oder Regal umstellen oder sowas, eine neue Struktur in meiner Wohnung haben, neue Struktur in meinem Leben haben. Und da gab mir das Kraft, gab mir auch mir selber einen neuen Lebenszweck, indem ich das Paket von Marcel zusammenstellte. Ja? Und auch das Negative, wo dieses Jahr reinkam. Ich freue, was mich da so positiv weiter Kraft gab, ist das Paket von Marcel zusammenstellen und Paket, um Marcel ihm eine Freude zu machen. Ja? Und ja, das war mein Anliegen. Gut, Marcel ist mir dann in den Rücken gefallen oder hat, das war so, er hat bei Raid in Won, das war ein Jackie Chan-Film, den habe ich Review gemacht. Da hat der Marcel ganz komisch geschrieben und ich dachte, vielleicht ist der doch nicht das Richtige für das Paket. Weil das Paket insgesamt, ja, das hat 180 Euro gekostet und 91 Cent. Ja, und ich wollte nur, dass Marcel sich freut wie über die Batman-Figur, wo er von jemand anders bekommen hat und so weiter. Und da habe ich gedacht, Marcel, ist das wert? Und dann dachte ich, okay, dann kommt noch was für das Paket. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn bis Sonntag nichts Negatives von Marcel kommt, dann schickst du am Montag das Paket weg. Am Sonntag war er auf einmal gegen mich und da dachte ich, oh, soll ich ihm das. Und er hat mich blockiert und soll ich dann das Paket doch nicht schicken? Ja. Jetzt habe ich es einer Frau versprochen, das Paket, die immer treu und loyal und stark hinter mir war, der Ratre. Und Marcel bekommt das nicht, aber ihr habt Marcel wieder abonniert. Marcel bleibt bei mir in der Hall of Fame. Und wenn Marcel einen guten Clip dreht oder Livestream oder sonst was, dann tue ich das Teil in meinem Community-Bereich. Ich finde es schade, dass er das Paket nicht bekommen hat. Weil ich habe mir so Mühe gegeben, Sachen zusammenstellen. Auch habe ich ein Bild gemalt, das will ich euch jetzt zeigen. Aber manchmal ist das so. Ja. Hier das Bild. Ich dachte, wäre so schön gewesen, wenn Marcel das auspackt, sich darüber freut. Witz, Humor. Und ich denke, weil Marcel, man kennt ja Marcel, was er nicht mag und mag, und kann man da einen sehr guten Heldencomic zusammenstellen. Ja. Dann können wir gerade die Donnerbrauer haben. So. So, da hat sich ein bisschen zusammengerollt. So. 13 Minuten geht ja noch. So, Freunde. Hier Marcel, weil ich habe zu ihm gesagt, Marcel ist wie ein, wie der Filmbuddha. Und das steht dann untertags. Filmfreak Marcel ist der Filmbuddha. Ja. Movie. So. Und er hat ja was gegen Streamingsdienste und so. Ja. Ich bin ein Streamingdienst-Fan, sammle trotzdem Filme. Aber weil er ja die Abneigung zu Streaming hat, baute ich da einen wunderschönen Comic auf für den Filmfreak Marcel. Und da sagt er in der Sprechblase Filmfreak Marcel: Kauf Filme, geht ins Licht, geht weg vom Streaming. Sehr schön zusammengefasst. Fand auch, dass ich im Filmfreak Marcel sein Gesicht sehr gut gemalt habe. Ja. Das gab ich mir richtig Mühe mit Herzblut. Ja, sollte ein bisschen lustig sein, dass Marcel sich darüber freut, ein bisschen drüber lächeln kann und lachen kann, weil es ja mit Humor gemeint im positiven Sinne. Und dann bei Nacht ist Filmfreak Marcel Batman. Weil Filmfreak Marcel ist ein richtiger Batman-Fan. Ja.
Und da zeigt nicht in Filmfried Marcel als Batman, der sagt, ich bin Batman, der Held der Filmsammler. Daneben der Streaming-Joker, der dann sagt, Filmsammler sterben aus, Streaming machtsüchtig. Und ich als Robin, Liefunk als Robin, heute sehe ich Netflix. Ja, weil ich, wie schon gesagt, ich sammle Filme, ich gehe gerne ins Kino und ich schaue gerne Netflix. Ich sehe es Streamingdienst als Bereicherung an, zusätzlich zum Filmsammeln und nicht als Feindbild. Aber hat jeder seine eigene Meinung. In der Tat, das ist in Ordnung. Und aber weil in dem Fall Marcel, ja, Filmfreak, eine andere Meinung hat, Und kann man das gravieren, ein Comic einbauen. Ich fand das schön gemalt, lustig und auch sehr ästhetisch. Ja. Auch das Batman-Logo, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja. Auch hier wieder versucht, so Wiedererkennungsbild von Marcel da zu malen. Gut gelungen. Ja. Also nicht schlecht. Gibt es nur euch bessere, aber es ist in Ordnung. Natürlich, wenn ich vielleicht schicke ich ihm wenigstens das Bild mal, aber vielleicht hängt es bei mir auch noch auf. Ja. Ich habe auch einen Brief geschrieben. Ja, das war am 18.08.2023. Ich habe einen Brief geschrieben. Ja. Hallo lieber Marcel, du bist ein guter Mensch mit einem XXL-Herz. Drum kommen die Geschenke zu dir aus vollem Herzen von mir. Die Freundschaft zu dir bedeutet mir viel. Deine Clips sind gut gemacht, dass es mir Lebenskraft gibt. Ich werde schlimm... das ist ein bisschen zu persönlich. Da spreche ich über die Hindernisse, was 2023 war. Und... Er hatte auch gute Tipps für mich, die mir weiterhelfen. Danke dafür nochmal. Großen Respekt habe ich vor dir, wie Menschen in deinem Kanal zu Freunden werden. Ja, also, und jetzt hat es ja nicht ausgelassen. Ja. War zu persönlich. Aber er gab einen guten Tipp. Ja, und das Paket soll auch ein Trost für dich sein, weil dein ganz alt. Ja, er hatte ja auch Hindernisse im Leben, unser Marcel, und ich wollte ihm einen Trost geben, um diesen Mangel, dass er über den Mangel besser hinwegkommt, was ihm passierte. Ja? Weil ich schätze ja seine ganzen Clips. Das ist mir auch zu persönlich, deswegen lese ich den Satz auch nicht vor. Ja, da war ich traurig, ich mag alle deine Clips, Marcel. Wenn du willst, kannst du mir auch ein Paket schicken. Mach ich auch ein Unboxing. Wäre schön gewesen, aber musst du nicht, war nicht die Pflicht. Ich wollte eigentlich hauptsächlich nur, dass du es bekommst und dich darüber freust. Ja. Aber natürlich, wenn was zurückgekommen wäre, hätte ich mich auch sehr darüber gefreut. Aber es war nicht ein Muss. Ja. Ich hoffe, die Geschenke freuen dich. Komm von ganzem Herzen. Wir helfen uns gegenseitig, weiß ich zu schätzen. Wenn dir helfen kann, bin ich immer für dich da. Da, wo ich dir half, bin ich stolz drauf. Du bist ein besonderer Mensch. Ja. MFG von Liv und Timo. Kam jetzt anders. Er hat mir den Rücken zugedreht wegen Gerüchte. Ja. Es ist immer noch für mich ein sehr schöner Kanal, ja, vom Filmfried Marcel, ja, schaue ich immer gerne wieder rein. Ja, ich habe mir, bevor ich jetzt jemand das schicke, der mal gegen mich was machte und so, da denke ich, dass das Paket für die Radrefi, die Radme ist so auf meiner Seite und hinter mir und so loyal und so treu. Deshalb habe ich noch mehr Herz reingesteckt für die liebe Radre, weil sie hat das verdient. Und ich habe auch ein Bild gemalt für die Radre. Übrigens,
Der Feinkostladen, der Schwäbische, hat zugehabt. Da habe ich im Normal, wollte ich das im Film Fried Marcel schenken, weil so Cognac-mäßig oder so, aber die Schrift wie bei Braveheart ist drauf, wie bei William Wallace, die Oldschool Europa-Schrift hat so ein William Wallace-Feeling. Ich merkte, okay, ich kann das Marcel doch nicht schicken. Habe ich das mit der Florine und den Freunden getrunken. Ja. Also muss ich ja ein paar Abweichungen machen. Auch das Bild kann ich ja für Fünfried Marcel kann ich ja nicht der Radre schicken. Da habe ich für Radre ein besonderes Bild gemalt. Aber stelle ich erst online, wenn quasi der Radre das Paket hat, dass für Radre das alles noch eine Überraschung ist. Ja. Radre, Stitch, Liefunk und Florine und der Young Kämpfgeger Daniel LaRusso, ja, Cobra Kai, ja, sind wir, ja, und Leo. Ja. Leo, schon schön, kam aber nicht, gelang mir am schlechtesten, Young kam sehr gut, ja. Florine kam, habe ich perfekt gemacht, ja. Und Stitch wurde perfekt. Radre wurde auch sehr schön hier auf diesem Bild. Und das Bild heißt Radre und Stitch plus Cobra Kai. Einfach genial, sage ich mal dazu. Ja. Radre ist so ein guter Mensch und lässt sich nicht strimulassieren. Die ist immer loyal und treu auf der Seite von mir und meinem Kanal. Und sie hat diese Geschenke verdient. Sie hat auch nicht auf irgendwelche andere gehört und war dann gegen mich, sondern war immer für mich, weil Radre natürlich weiß, wer ich bin. Ja. Und will die Menschen selber kennenlernen und einen eigenen Eindruck haben. Gut, da sagte Marcel auch und hat was anderes gemacht. Er hört auf sich und nicht auf andere, hat Marcel gesagt, macht er anders. Aber Radre hat eine eigene Meinung und muss nicht auf andere hören und ist loyal hinter meinem Kanal und deswegen hat Radre dieses Geschenk verdient. Ich hoffe, du freust dich auf das Bild. Ja. Sehr schön. Ja. Süß, niedlich, lustig. Das ist, finde ich, schön. Ja. Herzerwärmend. Ja. In der Welt ist schon so viel Kriege und Hass und dann sind so süßliche, niedliche Sachen sehr schön. Ne? So, Freunde der Nachtschicht. So. Ich hoffe, ich bin dann ganz im Bilde. Jetzt wollte ich den Inhalt erklären. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Haben wir noch ein bisschen Zeit? So. Also. Marcel ist ein Gibson Braveheart-Fan und William Wallace und so. Und da wollte ich einen Fanartikel haben. Und Marcel fragte ich, war für eine T-Shirt-Größe? Hast du genau die T-Shirt-Größe? Kaufte ich. Einer der schönsten T-Shirts oder das schönste T-Shirt in dem Bereich Mel Gibson Braveheart, Mel Gibson als William Wallace bei Braveheart und da steht noch drauf Freiheit! Ja, ich wollte ihm Marcel eine große Freude machen mit diesem T-Shirt, kam von ganzem Herzen. Ich denke mal, die Freude mache ich jetzt der Radre, die freut sich bestimmt auch sehr drüber, weil Thailand heißt Land der freien Menschen. Und das passt zu der Radre auch gut. Kannst du vielleicht als Nachthemd nehmen. Würde der Radre auch sehr gut stehen. Und Radre ist auch ein Braveheart-Fan und feiert den Film. Und das will ich der Radre schenken. Ja. Vor allem Radre kann auch perfekt Französisch. Und das passt dann sehr gut zu Radre. Weil William Wallace kann in der Filmfigur auch perfekt Französisch.
Dann haben wir Merci, ja, Marcel Merci, Radfries Darken Schokolade. Ja. Dann haben wir an dem Super Bowl 3, ja, Mediabook. Ja. Marcel ist ein großer Mediabook-Fan und an dem Super Bowl 3 ist quasi der Muss-Film. Ja. Also eigentlich das stärkste Teil von einem Super Bowl mit Scott Adkins in Mediabook-Version, sehr, sehr, sehr schön. Ja. 29,99 hat das gekostet, ja. Nach, war eigentlich auch für Marcel, aber so ein Film freut auch die Radre. Ja. Da haben wir so Leckereien, ja. So ein Hamburger aus Gummibärchen, dann eine Batman-Büste. Ja. Da kann man ein bisschen näher gehen. Ja. Ich hoffe, die Zeit langt noch. Wow, noch 5 Minuten. Ja. Dann hat Marcel gesagt, er kennt Polystyrol 3, aber Megacop hat er nicht gesehen. Und dann sagen wir, oh, das ist aber eine, ja, eine Bildungslücke. Megacop gekauft, ja, auf DVD. Ja. Jackie Chan spielt eine Nebenrolle, Michelle Yeoh spielt mit, ja, Cynthia Luster spielt mit. Ja. Sehr gut, der Film. Ja. Aber die, das ganze Herz liegt für Radre. Für Radre habe ich im Schwäbischen Frankostladen Schwäben Wiss gekauft, da freut sich Radre auch. Ja. Dann Best of the Best 2, der emotionale Martial Arts Film. Ja, das Beste vom Besten, da spielt auch Ralf Müller mit. Ja, Philipp Reh und Eric Roberts, also die Legende schlechthin. Ja. Dann E-Team, die neue Version. Ja. Dann von Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger in einer Fantasy-Abenteuergeschichte. Ja. Dann Mulan als Spielfilmversion. Ja. Dann von Bruce Willis Fortress. Ja. Gut, den Film muss ich austauschen, weil den habe ich Radre schon geschenkt. Das ist ein Bollywood-Film und den wollte Marcel schenken. Es gibt auch Bollywood-Filme, wo Action und Martial Arts drin ist und das als Warnung für Marcel ist kein normaler Bollywood-Film, ist Action, Martial Arts, Mafia-Film, ist auch so. Und ich will wegmachen. Der Film, der hat es in sich. Ja, es gibt so viele gute Bollywood-Filme, da ist so viel Martial Arts Romantik drin und Mafia-Action-Szenen drin. Der Film ist ein ganz besonderer Film, nicht so wie andere Bollywood-Filme. Ja. Die Wahl, ich liebe dich. Ja. So. Dann das war von Marcel, so extra Feuerzeug, weil ich habe da Zigarren gehabt, ich habe jetzt ja, extra Feuerzeug. Nobel 12 Euro gekostet. War ein paar Zigarren drin, aber als Marcel das, ich mochte, ich kann das in das Paket nicht schicken, habe ich Zigarren geraucht, ja. Auch besonders Feuerzeug drin. Ja. Für Marcel sein Geschmack. Ja. Radri raucht keine Zigarren. Ja. Und da habe ich ein anderes Feuerzeug reingetan und die Zigarren selber geraucht. Das andere Feuerzeug für Radri ist halt Silber, gefällt mir besser, und ein pinkes Feuerzeug. Ja. So. Dann habe ich Bloodfight, der wahnsinnige Story. Ja. Eine wahnsinnige Story. Ja. Und Polo Young spielt mit wieder Chong Li, ja, der tiefsinnige Story für Bloodfight, ja, Fortsetzung von Bloodsport. Da muss doch ein Zweiteiler drehen, das ist so ein Mist. Bloodland, ein super Horrorfilm. Dead Game, Bruce Lee und seine Freunde, MMA-Film, Goldberg-Film, Battle of America, Steven Seagal-Film,
und Hammer. Das kriegt Radre von vollem Herzen zu mir, weil Radre hat das verdient. Und dann tue ich für Radre noch.